Hallo, ich bin Lisa und ich studiere Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise durch ganz Deutschland zu verschiedenen Praxisbeispielen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung besonders gut umsetzen und dafür von der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgezeichnet wurden. Durch BNE soll die Transformation, also der Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Welt gefördert werden. Zahlreiche Orte in Deutschland setzen sich dafür ein. Lernende erwerben Fähigkeiten, Wissen und Werte, damit jede und jeder Einzelne verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen kann. Wie unterschiedlich die Orte sind, an denen diese Ziele verfolgt werden, schaue ich mir mit euch an. Ich bin jetzt am Leibniz-Gymnasium in St. Ingbert im Saarland. Hier treffe ich den Schülersprecher Simon, der mir erzählt, was seine Schule so besonders macht. An unserer Schule wird Bildung für nachhaltige Entwicklung vor allem so umgesetzt, dass wir versuchen, nach dem Motto zu arbeiten, vom Wissen zum Handeln. Also es wird ganz viel Theorie erzählt bei dem Thema, aber das reicht eben nicht. Es muss auch Projekte und Aktionen geben, die dieses Wissen eben umsetzen. Dass wir eben verschiedene Projekte laufen haben, die zusammen im Schulalltag überall spürbar sind. Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet für mich, dass man in der Schule als Ganzes schaut, dass man diese Nachhaltigkeit umgesetzt kriegt. Und dass wir wirklich mehrere Projekte haben, die umfassen diese nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel die Demokratieentwicklung, die Umweltbildung, das Zusammenleben in Vielfalt und so Dinge, dass das abgedeckt wird. Also, dass wirklich Schule als Ganzes sich zur Aufgabe setzt, die Schüler fortzubilden und ihnen da Werte mit auf den Weg zu geben. Die Schülergenossenschaft InnoGrün ist eine nachhaltige Genossenschaft, die von den SchülerInnen gegründet wurde. Und wichtig bei InnoGrün ist, dass es immer um die Ideen geht. Also wir schauen, wo es Handlungsbedarf im Schulalltag gibt. Zum Beispiel gab es früher viele Plastikflaschen, die wir jetzt durch nachhaltige Stahlflaschen ersetzen konnten. Durch diesen Handlungsbedarf werden dann eben Ideen entwickelt, was noch fehlt im Schulalltag. Hast du selber das Gefühl, dass du hier als Jugendlicher gehört wirst und dass du hier mitgestalten kannst? Ja, also speziell an meiner Schule habe ich definitiv das Gefühl, dass ich hier Mitspracherecht habe und gehört werde. Nicht nur ich als Schülersprecher, sondern wirklich jede Schülerin und jeder Schüler. Wir haben vielleicht 60 Lehrer, aber 700 SchülerInnen. Und ich denke, dass die Ideenzahl einfach deutlich vielfältiger aufgestellt bei den SchülerInnen als jetzt nur bei den LehrerInnen und bei der Schulleitung. Ich bin stolz, hier am Leibniz-Gymnasium zur Schule zu gehen. Das hat vor allem die Gründe, dass ich mich damals, als ich die Schule in der 5. Klasse ausgesucht habe, ganz bewusst fürs Leibniz-Gymnasium entschieden habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, hier stimmt irgendwie das Schulklima. Schule als Bildungsort des formalen Lernens kennen wir alle. Beeindruckend ist aber, wie anders das Miteinander und Lernen am Leibniz-Gymnasium ist. Bildung kann aber auch außerhalb schulischer Mauern stattfinden, in nonformalen und informellen Bildungskontexten. Wie genau das funktionieren kann und warum das wichtig ist, erklärt mir gleich Erika Lukalla vom Verein Abenteuer Lernen. Ich finde es wirklich, es ist Glück, wenn ich merke, dass ein Kind sich vertieft in die Sache, wenn der Flow entsteht, wenn es ganz in der Sache aufgeht, die es tut. Was Besseres kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, was wir für nachhaltige Entwicklung tun können, als dieses Kind so stark zu machen. Bildung für nachhaltige Entwicklung, was in unserer Satzung bei Gründung schon verankert wurde. Das ist das Ziel von Abenteuer Lernen. Abenteuer Lernen ist ein Verein, es gibt ihn jetzt seit 16 Jahren und wir möchten gerne Kindern Angebote machen, wo sie alles selber machen können, wo sie erfahrungsorientiert arbeiten können. Wir können einem Kind nichts beibringen, das Kind muss es sich selber beibringen. Es ist einfach toll zu sehen, wie Kinder sich dann entwickeln. Das sind, und zwar jedes auf seinem Level, das ist das Schöne. Deswegen funktioniert das auch inklusiv. Das gehört für uns zwingend dazu, dass man nicht Bildung für nachhaltige Entwicklung propagiert und dann die Hälfte der Bevölkerung nicht mitnimmt. Und das bedeutet für uns auch nicht nur Menschen mit einem körperlichen Handicap, sondern es bedeutet für uns wirklich, dass wir alle mitnehmen und alle gleichermaßen ernst nehmen.
Ist euer Verein selbst ein gutes Vorbild in Bezug auf Nachhaltigkeit? Ja, ich finde schon. Wir bemühen uns wirklich darum, dass wir das auch leben, weil ich glaube, sonst sind wir auch nicht glaubwürdig. Wir versuchen das in allen möglichen Dingen, also erstmal so mit materiellen Dingen, dass wir nicht irgendwas so Wegwerfprodukte kaufen. Dann ist es im Zusammenwirken, wir arbeiten wirklich sehr partizipativ. Alle können hier mitbestimmen. Einmal natürlich unsere Mitarbeitenden, aber die Kinder auch. Die Kinder können wesentlich mitbestimmen, was passiert. Wir setzen auf transformative Bildung. Wir möchten Kinder zu Veränderinnen werden lassen. Und wir möchten sie dabei unterstützen, dass sie dafür die nötigen Kompetenzen entwickeln. Wir brauchen Räume für Kinder und Jugendliche, wo sie selber etwas tun können. Und wenn wir Kindern gute Räume anbieten, also nicht nur ein Haus, sondern auch wirklich die Zeit und das Material, dann wird das für uns alle sehr gut sein, weil diese Kinder, die etwas Gutes für sich erfahren haben, werden das zurückgeben an die Gesellschaft. Da bin ich fest von überzeugt und kann auch diese Erfahrung einfach nur immer wieder machen. Kinder und Jugendliche lernen auf ihrem Weg zum Erwachsensein ganz schön viel. Aber dort hört das Lernen nicht auf. Das sagt zumindest Jens Reisland von Coprona, der zusammen mit seiner Kollegin versucht, Bildung für nachhaltige Entwicklung auch in die berufliche Bildung zu integrieren. Zum Beispiel bei Viva. Dass wir heute bei Viva sind, das ist für uns eine spannende Geschichte, weil hier hat unser Modellversuch auch damals angefangen. Und für uns ist Viva so ein Paradeunternehmen, wo man gemerkt hat, was möglich sein kann, wenn Leute dafür brennen. Coprona ist ein Netzwerk aus verschiedenen Unternehmen, auch aus ganz verschiedenen Regionen, nämlich aus Thüringen und aus Nordrhein-Westfalen, welches sich mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Wir haben Ausbilderinnen für Bildung für nachhaltige Entwicklung sensibilisiert und gemeinsam mit denen Projekte umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit Coprona hat uns viele Impulse gegeben, um den Auszubildenden mehr Wertschätzung entgegenzubringen, um deren Probleme und ihre Sachverhalte schneller aufnehmen zu können und auch so Projekte mit ihnen umsetzen zu können, die oft auch nachhaltige Themen umtreibt und uns auch als Arbeitgeber stärkt. Es ist unser Grundverständnis von nachhaltiger Bildung, dass wir im besten Fall irritieren, aber nichts hineintragen. Also ich kann nicht in ein Unternehmen gehen und sagen, wenn ihr das so oder so macht, dann wird das nachhaltig. Was wir unserer Zielgruppe mitgeben möchten, ist, dass sie in eine reflexive Haltung über ihr eigenes Handeln verfallen. Also dass sie das, was sie tun, kritisch prüfen, dass sie nicht Tatbestände einfach so hinnehmen, ungeprüft, sondern dass sie tatsächlich versuchen, sich über Sachen zu informieren aus diversen Quellen, dass sie lernen, was eine qualifizierte Quelle ist und auch eine validierte Quelle ist und anhand dessen entscheiden. Wir setzen bei den Ausbildern an, um die sozusagen da zu sensibilisieren, weil die für uns die Schlüsselfiguren oder Schlüsselqualifikationen haben und dann somit auch als Multiplikatoren für uns im Haus fungieren. Wenn der Ausbilder oder die Ausbilderin nicht dafür sensibilisiert ist, dass Nachhaltigkeit ein Teil und zwar kein on top, sondern ein in-between von Ausbildung ist, dann kommt das auch nicht vor. Was Coprona als Vorbild tatsächlich gut geschafft hat und gut gezeigt hat, ist, wie man miteinander arbeiten kann und zwar auf ganz transparenter und partizipativer Ebene, wenn ich das mal auf die soziale Nachhaltigkeit zurückbreche. Das heißt, wir haben Unternehmen gezeigt, was es ausmacht, auf Kommunikation zu setzen und auf Austausch zu setzen und eben auch auf die vermeintlich Kleinen, nämlich ihre Auszubildenden, mal zu setzen. Und dann fällt einem nämlich auf, aha, die haben auch ganz tolle Ideen. BNE hilft uns, zu lernen, wie wir leben und zu leben, was wir lernen. Was diese drei vorgestellten Beispiele verbindet, sind innovative und ganzheitliche Ansätze, Kompetenzen zu fördern. Und das passiert überall in ganz Deutschland. Mit Hilfe von engagierten Menschen, auf die verschiedensten Arten und in den unterschiedlichsten Räumen.